Podcast-Freunde, sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu unserem, ja, Meilenstein, zu einer Meilenstein-Party. 1000 Abonnenten haben wir geschafft, also das ist der Wahnsinn. Also ich bin immer noch so ein bisschen, ich kann es immer noch nicht glauben. Freunde, ich sag mal hallo, hallo, wer ist denn alles da? Mein Gott, das ist ja richtig, hier ist ja richtig was los. Ich muss da mal hochscrollen, damit ich hier keinen verpasse. Sonnenschein, hallo Sonnenschein, willkommen, der Megazocker ist da. Game Palace, Mr. R, Kuga ist auch da, hallo Kuga. Leo ist da, Minitobi ist da. Wenn ihr mich übersehen. Scrubby Justin, hallo, willkommen. Justy, hallo und willkommen. Habe ich jemanden übersehen? Rucho, hallo Rucho. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen übersehen. Ich habe Jubob ist auch noch da. Jubob, herzlich willkommen. Habe ich irgendjemanden übersehen? Ich hoffe nicht. Wenn, dann müsst ihr schreiben. Ach meine Güte. Also wir haben eine ganze Menge vor heute. Deswegen, wir starten ja auch ein bisschen früher heute, damit wir das alles ein bisschen unter die Mütze kriegen. Und endlich mal ein Gesicht zur Stimme. Ach, das war schon mal. Hallo Cesaro, schön, dass du da bist. Willkommen. So, wir wollen ein bisschen zusammen spielen und wir wollen natürlich auch ein paar Spiele gewinnen, nicht? Also ich habe ein paar Keys da, die möchte ich gerne verteilen an euch. Und damit das gerecht zugeht, weil ich habe ja auch ein paar Zuschauer auf Twitch. Und die können natürlich jetzt nicht, wenn du so willst, nicht bei unserem, mit unserer sowas Hand spielen. Das geht natürlich dann nicht. Aber das werden wir dann anders machen. Das werde ich ein bisschen anders regeln. Wie wir das genau machen, das werde ich euch dann erklären, wenn es soweit ist. Du sagst Fußball. Na, denn mal, ne? Ich hoffe, das ist nicht so warm bei euch. Also hier hat es im Moment wieder ein bisschen abgekühlt. Also gestern war es extrem warm. Aber da soll ja irgendwie was richtig was Dickes kommen. Also ein bisschen Gewitter und Unwetter und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich echt ein bisschen Panne. Aber naja, ist ja meistens immer so. Super, Freunde. Wir wollen mal gucken, wie das hier eigentlich ablaufen wird. Ich habe mal den Plan hier, damit ihr einmal hört, wie das abläuft. Wenn ihr nicht auf Discord wart, dann wisst ihr natürlich nicht, was wir hier spielen werden. So, wir werden gleich eine Runde Sim Airport zocken. Das ist so geplant. Danach machen wir eine kleine Pause. So ein Viertelstündchen Pause wäre ja nicht verkehrt, nicht? Für den Tiger aus dem Tank lassen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. danach werden wir Euro Truck Simulator 2 spielen. Mit alle. Multiplayer. Also wer noch Lust hat, mitspielen will, einfach nachher einfach drauf kommen. Ne? Einfach, wir werden mal sehen, welchen Server wir benutzen. Mal gucken. Und dann mal sehen. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Konvoi hin. Das wäre echt cool. Das wäre echt eine tolle Nummer, das, wenn wir das hinkriegen würden. Danach haben wir wieder eine kleine Pause. Und danach war geplant, Another Brick in the Mall war geplant. Aber da habe ich auch gesehen, Academia, da gab es ein kleines Update. Unser Schulsimulator, da gab es ein Update, ein neuer Raum ist nämlich da. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht machen wir das ja. Also müssen wir mal gucken. Entweder Another Brick in the Mall oder Academia. Wie gesagt, weil Another Brick in the Mall haben wir da schon eine ganze Menge Folgen. Ich denke mal, wir gucken da mal rein. Scrubby Justin, du bist neu auf meinem Kanal. Bester Kram. Wunderbar. Freut mich total, dass du mich gefunden hast, überhaupt. Gestern 30, heute 20 Grad, alter Freund. Also, ne? Frieren braucht ihr nicht, also das ist schon mal sicher. So warm habe ich das hier nicht gehabt. Wir hatten gestern, ich glaube, gestern hatten wir 26, glaube ich, 25 Grad, irgendwie sowas umdrehen. Und heute ist es wesentlich kälter. Wesentlich kälter. Also ich habe schon mit dem Pullover angezogen, weil ich auch nur drinnen sitze. Also das Haus ist auch gut isoliert. Ich sitze hier im Kühlschrank, wenn man so will. Draußen hast du 30 Grad und drinnen ist dann so 6, 7 Grad da. Da wird man wesentlich gammelig, ne? Also das ist schon mal nicht schlecht. So, was haben wir gesagt? Another Brick in the Mall. Danach machen wir eine Pause. Eine etwas längere Pause. Das ist dann 18:30 machen wir eine lange Pause. Und danach spielen wir dann hier Tabletop-Simulator. Also wer den Tabletop-Simulator hat, Freunde, einfach mit anmelden. Auch beim Discord mal anmelden, damit wir wissen, wer da mitspielt. Weil da müssen wir auch ein bisschen zusammen schnacken. Weil sonst ist es ein Panne, damit ihr auch die Daten kriegt, von wegen, wo wir uns denn treffen werden und so weiter. Denn, und dann wollen wir mal sehen, was wir da spielen werden. Da gibt es ja reichlich Brettspiele und so weiter. Ne? Also wir haben da eine kleine Auswahl. Mal gucken, was wir da machen werden. Wie gesagt, danach wieder ein kleines Päuschen. Ne? Wir haben so viele Pausen, aber wir haben auch viele Spiele. Und danach 7 Days to Die Open End. Und mal sehen, wer da noch alles so mit dabei ist. Und das werden wir auf dem Server spielen und dann
Wird mal richtig lustig werden. Ich weiß nicht, ob wir zwei Gruppen machen werden, irgendwie so, oder ob wir alle zusammen auf dem Haufen sind. Mal gucken, wie viele dabei sind. Also wie gesagt, wer noch 7 Days mitspielen will, Freunde, anmelden, 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 damit wir wissen, wer dabei ist. Damit da hier nichts, dass nicht jemand da auf der Strecke bleibt. Und vor allem, da müssen wir auch wieder auf dem Sprachkanal und dann müssen wir uns ja unterhalten können. Ganz klar. So, ich mach das mal wieder aus. So, hier. Diese ganzen Fenster. Ich habe hier, glaube ich, 12.000 Fenster. Ich weiß gar nicht, wo ich, ja. Lalala. Kuga, ich weiß noch nicht so genau. Ich denke mal, 7 Days, das können wir ruhig auf dem TS machen. 7 Days, und wir müssen mal gucken, wie viele Leute da mitspielen. Wie viele Leute dabei sind, damit wir da so ein bisschen Überblick haben. Weil TS, mein TS hat ja nicht unendlich viel Plätze. Da müssen wir auch sehen, dass das irgendwie alles darauf passt. Wenn wir da über 10 Mann werden sollten, ne? Müssen wir mal gucken, wie das hinhaut. So. Das ist schon mal gar nicht schlecht. So, was hatte ich noch? Ich hatte noch so ein paar Sachen. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, ich habe auch noch ein kleines Dankeschönchen, ne? Also so ein, also jetzt kein Spielchen, was ich noch verteilen werde, sondern ein kleines Dankeschön. Das kommt aber später. Da muss ich mal schauen, wann ich das einbringe. Ich denke mal so gegen, also ich denke mal nach Eurotruck. Da werde ich mal ein kleines Dankeschönchen mal so hier verteilen. Weil der eine oder andere war schon gespannt, was es sein könnte. Also ich weiß es ja, was es ist. Ich weiß es ja, was es ist. So, was hat uns unsere Zeit denn? Um Gottes Willen, ich muss mal auf hin und her lauern machen. Wie gesagt, es gab ja auch ein schönes Update bei Academia. Und deswegen wäre das auch mal ganz nett, wenn wir da mal reingucken werden. Und sicherlich oder auch ganz, ganz besonders bei Sim Airport, was wir gleich spielen werden, da gab es schon wieder ein Update. Also die hauen da Updates raus, das ist die Krönung, das ist der Hammer, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe vorhin mal reingeguckt, was sie da gemacht haben. Und Leute, wir haben ein kleines Problemchen, aber das werdet ihr dann sehen. Da müssen wir echt ein bisschen was machen. Weil so wie wir es so geplant haben, so wie das vorher gelaufen ist, läuft es jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, naja. Kein Spiel über 2,6 GHz. Mhm. Ja gut, ich meine, das weiß ich nicht. Da kann ich ja nun nicht... Wir schaffen das, genau. Wir kriegen das schon irgendwie hin. was haben wir noch Feines? Ach ja, stimmt, meine Freunde. Ja, die 1000. Ne? Wir wollen ja mal bei der 1000 bleiben. Darum geht es ja heute überhaupt. Und ich konnte das echt gar nicht glauben, wie wir das an dem Donnerstag, Kuga weiß das noch genau, er ist ja mein tausendster Abonnent, ne? Der Kuga ist mein tausendster Abonnent und daher hatte ich das ja so, denn das ist ja da passiert und ich konnte irgendwie gar nicht so richtig das registrieren. Also ich habe mir das Video nachher nochmal angesehen und habe gesagt, also irgendwie Freund ist anders, also ich war so ein bisschen, also ne, man konnte das nicht so ganz registrieren. Da haben wir so lange hingefiebert auf diese 1000, jetzt haben wir sie. Ist cool, ist cool. So, das ist eigentlich nicht schlecht, das freut mich total. Du, Bob, dein PC ist zu schlecht. Oh, meiner ist auch keine Rakete. Das muss ich dazu sagen, also meiner ist auch keine Rakete. Aber weißt du, die Spiele, die ich spiele, das sind ja alle Simulationsgames, die sind ja nicht so aufwendig. Die 100 hast du vergeigt. Ja, stimmt. Wie wir da lange drauf hingewartet und wie das angefangen ist, ne? Ganz früher, also wenn ich auch mal meine ersten... Ich hatte mir so geplant, dass ich vielleicht mal so mein so ein ganz altes mal Let's Play mal raussuche, wie das früher so gewesen ist. Und aber viele Leute, was mich wundert, ist, viele Let's Player, die löschen die alten Let's Plays von denen, wo die mit angefangen sind, wo man noch so ein bisschen schwierig war mit Reden. Also das Reden ist ja nicht so, das kommt ja nicht einfach so, das ist ja nicht so, fups, und das läuft das, sondern das war ja, ist ja so ein bisschen, man muss da reinwachsen.
Na, also der eine kann es, der andere kann es nicht. Also wie ich mein, wenn ich mein erstes Let's Play anhöre, da ich schlage mir die Hände über den Kopf zusammen, da habe ich mich schon gewundert, wer hat mich da abonniert? Wenn man da so einer hat, der da so monoton und sich dahin hinstottert und und ja, aber wenn ich, also ich lösche die alten Videos nicht. Die sind auf meinem Kanal da und die ist auch ein Zeichen dafür, wie das mal angefangen ist. Guten Morgen. Wann kommt wieder KSP? Wann das genau kommen wird, weiß ich jetzt nicht. Ich muss mir das ja noch ein bisschen angucken, ne? Also, da wo die 1000 steht, soll ich mein altes Video einfügen? Mein erstes Video. Oh Gott, mein erstes Video. Ob ich das noch finde? Ich kann mal gucken. Also ich weiß nicht, das glaube ich, finde ich hier so nicht. Ich habe so einige Sachen noch auf dem Rechner, aber ich weiß echt nicht, was mein erstes Video war. Was war mein erstes Video? Mein erstes Video war, ich muss mal lauern, ich muss echt mal gucken. Ich glaube, das ist, habe ich gar nicht, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr, was mein erstes Video war. Ist ja doch ein bisschen was her. Ne? Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe, glaube ich, knapp 2000 Videos bei mir auf dem Kanal. Also da das erste rauszuholen, das dauert. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Und ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, Prison Architect ist das richtig losgegangen, ne? Das Lego-Dingen? Übereinander beginnt der Mall, ja. Schildkröte? Schildkröte, stimmt! Das Ding war ganz zu Anfang. Und auch meine Gitarre. Das war sozusagen das erste. Stimmt, genau. Ob ich auch mal Farm Manager spiele? Ja, wenn ich das Spielchen bekomme, werde ich das gerne mal machen. Ist von gestern. Ja, ich rede auch so ein bisschen nebenbei, weil da turnt jemand rum bei mir in der Küche. Und Prison Architect wäre auch geil. Stimmt, das muss ich auch mal wieder zocken. Ich habe so viele Sachen, also wie gesagt, der Tag ist viel zu kurz. Ich brauche einen viel, viel längeren Tag. Nee, aber ich glaube, das war wirklich Prison Architect, das erste Let's Play, was ich so hatte. Wo ich mit gestartet bin. Und danach kam, glaube ich, auch hier, wie heißt das noch? Ich muss mal kurz bei Steam reinlauern. Ich muss mal kurz gucken, wie das hieß. Irgendwas mit. Wo haben wir es hier? Ich glaube, wo ist denn das hier? Ich habe so viel gemacht. Hier Brothers, A Tale of Two Sons, das habe ich auch gemacht. Auch ein ganz, ganz tolles Spiel, das muss ich mal dazu sagen. Ist wirklich der Hammer. Das ist so ein Spielchen, wo du keinen Text hast und die sprechen eine eigene Sprache. Also du verstehst nicht, was die wollen. Du verstehst schon, was sie wollen, aber du kannst nicht verstehen wörtlich, was die zu dir sagen. Weil das ist alles Gestik. Und das finde ich absolut, das ist ganz, ganz toll gemacht. Also wie gesagt, wenn ihr das Spiel nicht kennt, ne, schaut da einfach mal rein. Und nicht wundern oder nicht drüber lachen, wie der Moderator da so ist. Okay? Jedes Mal angefangen. Wisst ihr Bescheid? Du suchst gleich mal die 1000er Marke raus. Über 7 Days, Sonnenschein, ja. Stimmt, und wir machen ja auch viel. Wir spielen ja auch viel zusammen. Ich finde das echt cool. Finde ich echt hammergeil. Sonnenschein, hast du auch Lust, hier überhaupt Tabletop mitzumachen? Weil letztes Mal warst du ja nicht so begeistert, weil das ein bisschen schwierig ist, das zu steuern. Und ich hoffe mal, du bist dabei. Ich hoffe mal. Alles klar. Ja genau, Kuga bringt Kaffee mit, ne? Oh, sagt das schon. Meine ist auch schon wieder fast kühl. Oh Gott, das geht viel zu schnell. Und da haben sich doch eine ganze, ganze Menge Spiele angesammelt. So mit der Zeit.
Und so mit der, wenn man ein bisschen größer wird, dann kommen die Spiele nachher automatisch. Da kriegst du schon so E-Mails, wo die Publisher dich anschreiben und sagen, hey Mensch, hier, ich habe ein Spiel, willst du das nicht mal anzocken oder willst du das nicht mal spielen und bla bla bla. Und das Problem ist aber meistens ist das so, weil man noch so klein ist, auch bei 1000 ist man ist nicht groß, da ist das viel, ich will mal nicht sagen Müll, aber das ist so ein Zeugs, was ich nicht, was ich irgendwie gar nicht, nee, das ist nicht so mein Ding. Also so Jump'n'Run-Krams und sowas, ist nicht so meins. Und solche Spiele ist natürlich auch so, die darf man nicht weitergeben. Das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Weil die werden dann einfach, die werde ich dann ablehnen, leider. Denn, und, aber natürlich ist ja kein Spiel. Spiel doch mal Total Wars Arena. Arena? Das war auch wieder so ein PvP-Kram. Hör auf, nein, das ist noch nicht meins. PvP ist nicht meins. Da bin ich nicht so für. Das ist nicht so. Nee. Huho. 7 Days, ja stimmt. Da bist du auch über. Ja genau. Du hast deine Kaffeemaschine ins Wohnzimmer verlegt, Sonnenschein. Okay. Nee, so schlimm ist es noch nicht. So schlimm ist es noch nicht. So, und was ich noch erzählen wollte, mit den Spiele-Keys, wenn ich die verteilen werde, dann werde ich natürlich meinen Bot anschmeißen und sagen, hier, mach mal. Aber er soll mir dann nicht keinen Gewinner nennen. Ne? Also ich werde den starten und alle, die mitmachen wollen, natürlich, die bekommen dann den Command, den werde ich dann werde ich erzählen, was das für ein Wort ist. Den müsst ihr einfach nur eintippen in den Chat. Und dann kann ich das sehen oder der Bot bei YouTube erzählt mir, wer denn alles dabei ist. Und wenn auf Twitch jemand dabei ist, der auch mitspielen will, der auch das Game haben möchte, natürlich, der kann natürlich auch mit das Wort eingeben und dann geht er nämlich los. Das Einzige, was ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst natürlich bei mir Abonnent sein, meinen Kanal abonniert haben, weil das ist ja für euch, ne? Also das ist ja für meine Abonnenten, die immer schön fleißig dabei sind, fleißig zuschauen, ne? Die möchte ich natürlich belohnen. Auf diesem Wege und das ist deswegen müsst ihr gerne Abonnent von mir sein. Und dann werde ich einfach das auswürfeln, dann werde ich das auslosen aus den Leuten, die da mitgespielt haben. Ist eigentlich ganz einfach, ganz simpel, ne? Damit jeder die Chance hat, auch die Twitch-Zuschauer, damit auch die Chance haben, damit zu machen. Bloons Tower Defense. Was ist denn das für ein Spiel? Kenne ich ja auch nicht. Kannst mal sehen, so viele Spiele kenne ich noch gar nicht, also kenne ich gar nicht irgendwie. Ich mal kurz reinglauen. Werde ich mal kurz mal googeln. Da ist es. Was ist denn das für eins? Eher nicht so meins. Aber wie gesagt, jeder hat seinen Geschmack, ne? Ganz klar. Ist eher nicht so meins. Aber naja. Ist eher nicht so meins. Auch wie gesagt, ist ja was ist das für ein Game? Was ist das für eine Strategie? Nee, ist nicht so meins. Finde ich ein bisschen viel Farbe. Aber naja, wenn es gerne bald machst, ne? Total War Arena. Ist kostenlos, ja klar. Ist ja genauso mit oh, wie heißt das hier noch gleich? Jetzt komme ich jetzt nicht drauf. Fortnite. Dieses Fortnite Battle-Krams. Bin ich auch nicht für. Wie gesagt, ich bin nicht so der. Ich bin nicht so der PvP-Mensch, gar nicht. Also das mag ich nicht. Weil denn, weißt du, nee, das ist nicht so meins. Ich mache gerne mit anderen zusammenspielen, ganz klar. Aber dann nicht im PvP. Das nicht, nein. Lieber schön gemütlich miteinander. Das macht viel mehr Spaß, finde ich, persönlich. Als wenn man sich da gegenseitig umbringen muss oder. Nee. Ist nicht so das meins. Management-Aufbauspiele, genau, das ist auch so mein Ding. Das, ja gut, ihr kennt ja meinen Kanal, ihr wisst ja, was da läuft, nicht? Und vor allen Dingen Dienstag, Freunde. Dienstag kommt ein neues
kriege, mache ich Preview. Da bekomme ich einen Beta-Key und ich hoffe mal, dass ich das auch dann am Dienstagabend mit euch zocken werde. Es ist ganz neu, das Spielchen. Ich verrate, wie gesagt, ich bin ja so gemein. Ich verrate sowas ja nicht. Ich verrate ja nicht, wie das Spiel heißt, ne? Das hat nichts mit Fortnite zu tun? Okay, warum er wie? Nein, das hat nichts mit Fortnite zu tun. Stimmt. Bist du ungeduldig? Immer mit der Ruhe. Du hast 3 Einheiten mit dem Online-Spielen. Ja, gut, das ist wieder so. Ja, ist nicht so meins, wie gesagt. PvP ist nicht so mein Ding. Da habe ich ja mit Kuga auch schon, wie heißt das noch? Dieses mittelalterliche Ritterspielchen da. Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Ich muss mal. Hier, Age of Empire. Da musst du auch, wenn du bist, vorher echt üben. Damit du. Also, das muss ja schon fast automatisch laufen, damit du da richtig dick was gewinnen kannst. Da hast du keine Zeit zum Überlegen. Aber wie gesagt, ich bin eher der gemütliche Spieler, ne? Also ein bisschen mit Ruhe und ein bisschen mit Bedacht. Und wenn da Sachen daneben gehen, gut, dann gehen die eben daneben, ne? Aus Fehlern lernt man ja halt. Das haben wir ja nur auch gesehen bei unserem Kirby Space Programm, ne? Da meint man, man hat die Hälfte der Tutorials durch und kann das. Und ja, war aber leider nicht so oder ist auch leider nicht so. Ist ja schwierig genug, das Game. Aber wie gesagt, man muss da erstmal reinkommen. Auf jeden Fall, das kommt auch nochmal wieder. Das probiere ich, also das muss ich weiter probieren. Das geht eigentlich gar nicht anders. So. Du kannst es nur empfehlen. Ich kann ja mal reinlauern. Also ich kann mir das ja mal angucken, was das für ein Spielchen ist. So, warte mal. Ja, ich muss hier mal kurz dahin. Wo haben wir? Achso, das habe ich schon ausgemacht. Wunderbar. Jetzt muss ich bloß erstmal ein Spielchen hier einfangen. Mal sehen, vielleicht klappt das ja. Ach, ist noch ein Update gekommen. Ach, kommt gerade noch ein Update rein. Von dem Airport. Na gut. Nehmen wir mal mit. Mega Zocker, da drücke ich mal die Daumen. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das kriegst du noch hin. So. Ach Gottes Willen, ist alles neu. So. Jetzt muss ich bloß erstmal sehen, dass ich hier irgendwie mal das Spiel zu fassen bekomme. So. Fangen wir das Spiel an. Oh, hat funktioniert. Super. So. Dann starten wir einfach mal. So, pass mal auf, ich schalte mal um und dann wollen wir mal eine Runde. Wo ist meine Liste? Da. Eine Runde ist im Airport. Starten wir einfach mal. Warte, ich muss mal umschalten hier, sonst wird